EA haut das große Update für den Karrieremodus raus. Wir gucken uns das heute mal im Detail hier an. Okay, gehen wir erstmal hier das Inhaltsverzeichnis durch. Create a Club ist ja schon bekannt, dass es das geben soll. Da gucken wir natürlich direkt rein. Spielerkarriere gucken wir gleich auch rein. Und dann gibt es noch Atmosphäre im Ankleidezimmer, Aktualisierung, Übertragen, erweiterte Geschichten. Okay, das hört sich ganz gut an. Dynamisches Tifos. Fangen wir direkt an mit Create a Club, was natürlich das große Feature ist für den Karrieremodus jetzt hier in diesem Jahr. Falls ihr euch auf jeden Fall auf den Karrieremodus freut in FIFA 22, lasst auf jeden Fall hier einen Daumen hoch da und schreibt eure Meinung natürlich am Ende in die Kommentare. Okay, beginnen Sie damit, den Namen Ihres Clubs und den Spitznamen auszuwählen, der vom Kommentatorenteam verwendet wird. Okay, wie soll ich mir das jetzt vorstellen? Ich kann da einfach XYZ sagen und das Kommentatorenteam sagt dann auch einfach XYZ. Wählen Sie die Liga aus. Okay, anscheinend kann man sich wirklich ganz frei die Liga auswählen, also muss nicht in der untersten Liga in dem jeweiligen Land anfangen. Man muss aber natürlich ein Team rausschmeißen, was dann natürlich nicht mehr in der Liga mitspielen kann. Und hier steht's nochmal. Theoretisch kann man direkt in die erste Bundesliga mit seinem Club gehen, kann sich hier auch einen Rivalenclub aussuchen und die Spiele gegen die Rivalenteams sollen dann auch mal mit extra Geschichten, also wahrscheinlich Newsartikeln und so weiter und wahrscheinlich ein bisschen Atmosphäre und so weiter belebt werden. Das hört sich auf jeden Fall ganz gut an. Aber jetzt kommen wir wirklich zu den wichtigen Sachen. Trikot, Wappen und vor allem Stadion. Die Frage ist natürlich, wie genau oder wie personalisiert genau ist das? Und was hier steht, ist auf jeden Fall richtig nice, denn die können zu Beginn jeder neuen Saison geändert werden. Ja, auch das Stadion kann einfach zu jeder Saison gewechselt werden. Ja, ganz realistisch auf jeden Fall. Okay, schauen wir uns direkt mal das Video an. Okay, das sieht alles schon mal sehr, sehr geil aus. Und auch die Trikots. Okay, rechts oben sah ganz nice aus. Man hat natürlich eine Vorauswahl an Trikots. Man kann sogar Farben so ein bisschen selber bestimmen. Das sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Und man kann es... Okay, ja, Logos kann man natürlich anpassen. Die Logos haben wir ja eben schon gesehen und das war's auch schon. Ich muss einfach mal sagen, dieses Design mit dem Staub und so weiter sieht richtig geil aus, wenn man quasi seinen eigenen Club created. Und anscheinend, wenn man das hier so sieht, gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viele Trikot-Auswahlen. Also ich denke mal so 20 bis 40 Trikots wird es hier auf jeden Fall geben zur Auswahl. Also so verschiedene Muster finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Auch zum Beispiel hier so Muster, die man nicht unbedingt kennt. Okay, und hier sehen wir natürlich das ganze Menü, wie man quasi das Team hier erstellt. Bei den drei Punkten waren wir es schon. Hier sind wir gerade. Auswärtstrikot kann man auch noch anpassen und das halt jede Saison, das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr geil. Okay, Court Lane, das ist auf jeden Fall ein vorerstelltes Stadion und ich glaube, bei Stadien werden wir so ein bisschen enttäuscht. Das hier ist natürlich noch das Logo, das sieht schon mal ganz in Ordnung aus, finde ich. Logoformen gibt es hier 15 Stück, das ist in Ordnung, aber hätte vielleicht auch noch ein bisschen mehr sein können. Sieht natürlich dann immer so ein bisschen standardmäßig aus, aber gut, da kann man jetzt auch nicht den größten Vorwurf machen. Ist nicht so, dass in echt alle Wappen irgendwie ganz komplett anders aussehen, aber natürlich, das sind schon eher so die Standardwappen, so mit kleinen Verzierung oder so, wenn ihr wisst, was ich meine. Bei manchen Vereinen ist es ja so, das wäre vielleicht noch ganz cool gewesen. Und ich würde sagen, wir sparen uns erstmal den anderen Text und gehen direkt zum zweiten Video hier, wo wir die Stadien einfach mal auswählen können. Okay, 33 Zuschauer direkt vom Anfang ist ein bisschen unrealistisch, muss man sagen. Okay, hier können wir auf jeden Fall die Farbe, die Tribüne natürlich, dann natürlich das Feld und natürlich die Atmosphäre. Okay, da bin ich sehr gespannt. Okay, die Rasenfarbe bzw. Form und so weiter können wir anpassen. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Bringt auf jeden Fall schon so ein bisschen Feeling, muss man sagen. Also ist auch ein bisschen einfach eine blöde Spielerei, aber ja, ist was Eigenes einfach für den eigenen Club. Ich glaube, diesen Pitch werden extrem viele nehmen, einfach weil der so cool aussieht. Beziehungsweise halt einfach so besonders und nicht so normal. Dann haben wir hier auf jeden Fall die Tornetze. Okay, das ist auf jeden Fall nice. Stellt euch vor, ihr schießt da ein Tor und dann seht ihr quasi dieses Netz, was ihr dann quasi angepasst habt. Das ist schon cool, muss man sagen. Und so wie das hier aussieht, muss man wahrscheinlich ein Basisstadion aus dem Spiel nehmen, was es quasi schon die ganze Zeit gab. Wäre cool, wenn es da quasi, ich weiß nicht, ob es dann quasi in der neuen Version direkt da schon neue Stadien gibt. Wenn da jetzt die Stadien wären, die man schon seit 5 Jahren gefühlt kennt, wäre das natürlich ein bisschen blöd. Man kann auf jeden Fall einen Torsong auswählen. Das finde ich extrem cool, wenn man Tore schießt. Gesänge sind auch ganz nice. Ich glaube, damit wird so viel Quatsch gemacht. Walkout-Hymnen. Ja, wenn man hier einen Pack zieht oder wie ist das zu verstehen? Das ist wahrscheinlich das Walk-In. Und die Stadionanpassung ist auch für bestehende Vereine verfügbar, die quasi kein richtiges Stadion hier in FIFA haben. Das ist auch ganz cool. Also das nicht nur für die eigenen Vereine oder für die eigenen erstellten Vereine, sondern auch wenn man zum Beispiel in der Bundesliga mit einem Club eine Karriere macht, die kein festes Stadion haben oder halt nicht das Richtige. Ja, bei Ultimate Team kann man das Ganze ja schon machen. Da kann man ja sein Stadion und so ein bisschen anpassen. Und das finde ich auf jeden Fall im Karrieremodus auch sehr, sehr cool. Und der nächste Punkt ist wirklich sehr, sehr entscheidend für das ganze Feeling von dem Club und so weiter natürlich.
Das ist das Squad Building, beziehungsweise hier im Deutschen heißt es Kaderbauer. Man kann auf jeden Fall das Durchschnittsalter bestimmen, das ist schon mal sehr gut. Okay, und das finde ich extrem gut. Nationalitätenzusammensetzung. 7%, hier seht ihr es zum Beispiel, 7% der Spieler in der englischen Premier League sind zum Beispiel Franzosen. Dann wird es, wenn ihr den Club auch in England erstellt, auch 7% Franzosen in eurer Mannschaft geben. Und das finde ich sehr, sehr geil, wenn man zum Beispiel ein Team in der Premier League erstellen würde und 95% davon wären Engländer, wäre schon irgendwie ein blödes Feeling. So, hier sehen wir es auf jeden Fall. Okay, da können wir auf jeden Fall entscheiden, wie alt die Mannschaft sein soll. Also jung, ich glaube, die meisten werden da jung nehmen, weil alt ist da nicht wirklich, macht nicht wirklich viel Sinn, wenn man die dann irgendwann quasi verliert. Transferbudget kann man bis zu 1 Milliarde auswählen, aber man kann natürlich auch mit ganz, ganz wenig reingehen. Und natürlich die Vorstandserwartung, was natürlich eines der wichtigsten Sachen ist. Was muss man einfach sagen, in FIFA 21 ganz oft auch so ein bisschen verbuggt oder ganz random. Okay, hier kann man auf jeden Fall ein paar Sachen entscheiden. Das werden wir gleich natürlich sehen. Wir gehen hier erstmal weiter, aber gucken uns erstmal hier die Mannschaft an. Und ich glaube, da kann man zwischen 2 Mannschaften wählen oder ist es die gleiche Mannschaft? Nee, da kann man zwischen verschiedenen Mannschaften wählen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht. Das ist nicht einfach nur, dass man die Formation da umstellt. Beziehungsweise ist natürlich das Alter dann von den Spielern, was man natürlich hier nicht sieht, aber natürlich das Rating. Okay, gehen wir direkt hier in das nächste Video hier rein. Kein Plan, warum das jetzt hier aufgesplittet ist. Bisschen nervig, aber okay. Hier können wir auf jeden Fall noch ein paar, da können wir eigentlich sehr, sehr viele Sachen einstellen. Also die ganzen Vorstandserwartungen, das sieht schon mal sehr, sehr gut aus, muss man sagen. Man kann auch hier einen Fußball-Giganten einfach mal erstellen. Das heißt, man kann sich quasi direkt in eine Top-Liga packen mit in der Premier League zum Beispiel mit Manchester City oder Manchester United und kann quasi von der ersten Saison an dann wahrscheinlich auch ein richtiges Top-Team haben. Das ist bestimmt auch ganz cool, aber natürlich, die meisten wollen natürlich so Sprint to Glory oder Road to Glory natürlich mäßig machen mit ganz schlechten Spielern, die man dann natürlich hochbringt von der dritten Liga bis zur ersten Liga in Deutschland dann zum Beispiel. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass man das alles selber einstellen kann. Weil wenn man zum Beispiel eine Karriere mit einem Club anfängt und da voll Bock hat, okay, voll auf die Jugend und so zu gehen, aber das ist einfach nicht mal das Ziel von dem Club und der Club will einfach nur ganz gut in der Liga dastehen, dann ist es immer ein bisschen blöd, aber mit dem eigenen Club kann man das auf jeden Fall jetzt hier machen. Hier kommen wir dann direkt schon zur Spielerkarriere, das werden wir uns aber erst in einem anderen Video angucken. Wir gehen erstmal noch ein bisschen weiter nach unten, da finden wir nämlich noch ein paar Sachen für, ja okay, das ist noch Spielerkarriere, jetzt geht's hier weiter mit dem Karrieremodus, also mit dem Manager-Modus hier. Da bekommen wir auf jeden Fall neue Cutscenes, das sehen wir direkt hier schon. Okay, das sieht auf jeden Fall extrem elegant aus, muss man sagen. Okay, wird das aber, wenn es jedes Mal so eingeblendet wird, dann ist es schon, glaube ich, sehr, sehr anstrengend nach einer Zeit. Okay, wir sehen auf jeden Fall eine Tür. Ja, sehr, sehr cooler Satz, sehr, sehr interessant. Okay, eine Nahaufnahme, alles klar. Okay, das sieht doch schon mal, ja gut, wenn man schon reinkommt, dann sieht es schon ein bisschen besser aus, aber ich weiß nicht, es ist so wie bei den normalen Animationen, nach einer Zeit denkt man sich ja, okay, jetzt habe ich das zum 100. Mal gesehen, jetzt ist auch irgendwie langweilig. Ja, jetzt sehen wir hier auch nochmal eine Pflanze. Messi zu Liverpool, alles klar. Okay, okay, wir können, während wir quasi verhandeln, wird das Bild quasi bewegt und so weiter. Das ist extrem cool, denn sonst war es ja immer so, dass man quasi dann die ganze Zeit ins Gesicht geguckt hat und es einfach nur, ne, so ein bisschen Bewegung gab, aber so ist das extrem cool. Also ich bin jetzt nicht so ein extremer Pflanzenfan, aber es ist trotzdem cool, da mal ein paar andere Sachen zu sehen, während man dann quasi das auswählt. Wie gesagt, das da oben, da gibt es noch Videos zur Spielerkarriere, das will ich aber nochmal gesondert machen. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das noch sehen wollt. Erweiterte Geschichten gibt es auf jeden Fall, da sehen wir auf jeden Fall schon den Newsfeed. Hier sehen wir natürlich Kylian Mbappé natürlich wieder als Coverstar am Start. Und hier sehen wir natürlich so ein bisschen Statistiken, gucken wir uns das hier nochmal ordentlich durch. Eines unserer Ziele für FIFA 22 ist es, Erfolge und Karrierenmeilensteine besser zu feiern. Ja gut, ich sollte auch mal hier Meilensteine feiern mit richtig reden. Aber das finde ich auf jeden Fall cool. Hier sehen wir schon direkt, wenn sie 50, 100, 150, 200, 250 Spieler als Manager oder Spieler erreicht oder gewonnen haben. Also hier sehen wir natürlich nochmal, diese Nachrichten gibt es. Bin ich da natürlich gespannt, welche Bilder und so weiter es dann dazu gibt. Auszeichnung zum Manager des Monats. Ja, gab es ja auch schon so, aber ich glaube noch nicht, dass man den Manager... Doch, man hat den Manager einfach gesehen. Weiß jetzt nicht, was daran neu ist. Aber gut, irgendwie eine neue Animation oder so vielleicht. Oh, okay, und das finde ich extrem cool. Jugendspieler, also wenn ein Jugendspieler eine extrem gute Saison hatte, eine Debütsaison, dann wird er auch auf jeden Fall erwähnt. Das hier ist jetzt für die Spielerkarriere. Das können wir einfach mal... das ist das gleiche, glaube ich, hier für den Jugendspieler. Wenn sie als Spieler oder Spieler aus ihrem Kader den goldenen Schuh gewinnen. Okay, ja, aber das gab's ja auch. Gab's das nicht alles schon? Wenn ihr Spieler zu sauberen Blättern wird,
Okay, Google Übersetzer, das sehr gute Arbeit. Aber das ist sowieso egal, das ist für die Spielerkarriere. Wenn Sie oder einer Ihrer Spieler den Torrekord eines Wettbewerbs brechen wollen und wenn es Ihnen, wenn dies Ihnen endlich gelingt, ja okay, die Übersetzung, ich glaube, das kann man nicht so normal vorlesen. Gut, da muss ich sagen, schon sehr enttäuschend, ne? Also newsmäßig, das bringt schon das Feeling und so ein bisschen rüber, aber das ist doch schon sehr, sehr schwach, wenn man sagt, ja, die Hälfte ist irgendwie schon, gab es davor und dann das als Neuerung vorzustellen, dass man bei 50 Spielen eine Nachricht bekommt, dass man 50 Spiele gemacht hat. Also das hört sich doch, ist nicht wirklich krass, oder? Oh, okay, aber das, was krass ist, dass da auf der PS5 bzw. auf den neuen Konsolen das in Intro-Sequenzen hier geben wird. Bisschen schade, dass es jetzt nicht für den PC ist, dass man da wieder Unterschiede machen muss, aber gut, ist ja auch irgendwie klar dann. Das ist dann natürlich schon mal cooler für die Konsolenspieler, die dann natürlich ein Intro bekommen. Nicht nur eine Nachricht, wo man meistens eh nicht reinschaut, sondern so ein Intro ist natürlich nochmal was ganz anderes. Es gibt neue Filmsequenzen wie Mannschaftsaufwärmsequenzen. Okay, ja, die aktuellen, die hat man auch schon satt gesehen. Umkleidekabinen, sehr interessant. Wird aber hier nichts mehr gezeigt, es gibt hier auch keine Videos mehr, also das wird man dann erst alles später erfahren. Mannschaftsinspektion, okay. Sowie Vorbereitung des Platzwarts in letzter Minute. Okay, das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, aber auch ein bisschen, ist einfach eine Kleinigkeit, gehört natürlich auch dazu, damit natürlich so ein bisschen das Spiel aufgewertet wird. Okay, und das ist nochmal ganz cool für die Atmosphäre. Ich weiß nicht, ob man das dann wirklich so sieht, also quasi in Cutscenes und so weiter, aber wenn zum Beispiel ein schlechtes Spiel gemacht wird oder unterdurchschnittlich gespielt wird, dann soll man sehen, dass Zuschauer sogar vorzeitig das Stadion verlassen. Gut, wenn man unten auf dem Platz ist und die Kameraperspektive nur auf dem Platz hat, ich weiß nicht, ob man das dann so extrem krass sieht. Oh, das finde ich jetzt nochmal ganz cool. So eine Filmsequenz, wenn man quasi einen neuen Managerjob hat. Gut, meistens macht man eine Karriere und bleibt dann quasi die ganze Zeit in dieser Karriere als Manager. Aber wahrscheinlich gilt das dann auch für den Anfang, dass man dann da nochmal in so einer Filmsequenz vorgestellt wird. Das ist auf jeden Fall cool. Okay, und die Ankündigung von Transfers findet jetzt nicht mehr einfach im Presseraum statt, sondern im Stadion. Okay, das könnte auch ganz interessant sein. Wahrscheinlich gibt es da dann auch nur ein Bild oder vielleicht auch eine Filmsequenz. Eine Sequenz wäre natürlich viel, viel nicer. Also so eine längere Sequenz, nicht einfach so ein 5-Sekunden-Video quasi. Okay, hier haben wir wieder was zur Spielerkarriere. Qualität der Screenshots verbessert. Wenn man zum Beispiel da das 2:1 Siegtor gemacht hat, dann wird ja quasi immer so ein Standbild da gezeigt. Das soll jetzt irgendwie besser funktionieren oder besser sein. Okay, das ist für den englischen Bereich, das ist jetzt nicht so wichtig. Und das ist extrem cool, wenn ihr da zum Beispiel einen eigenen Spieler erstellt habt oder so, dann soll der hier auch quasi einfach mal auftauchen. Also nicht nur quasi, wie man das kennt, mit Legenden und so weiter in Ultimate Team. Okay, das stelle ich mir extrem cool vor, wenn man da irgendwie einen Jugendtalent oder so hochzieht und der ist dann irgendwann hier in so großer Form im Stadion. Kommen wir jetzt hier zum letzten Punkt. Es wird auf jeden Fall in FIFA 22 dieses neue System hier geben, beziehungsweise dieses neue Turnier. Gut, gehen wir das Ganze nochmal so ein bisschen durch. Also man muss schon sagen, es ist auf jeden Fall ein cooles Feature, aber es fühlt sich schon so ein bisschen an, als ja okay, wir bringen ein Feature raus und das muss dann irgendwie reichen. Also ein bisschen Enttäuschung ist auf jeden Fall schon dabei, aber auch die Freude einfach, das zu machen. Aber schreibt mir da gerne eure Meinung in die Kommentare und schaut euch jetzt gerne, falls ihr den Karrieremodus feiert, noch ein paar Sprint to Glories oder so hier auf dem Kanal an. Da gibt es momentan sehr, sehr viele hier auf dem Kanal, bin sehr aktiv. Also schaut da gerne mal vorbei. Ich freue mich auf jeden Fall auf FIFA 22. Ich hoffe, ihr seid da am Start. Lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da, falls es euch gefallen hat. Wie gesagt, klickt euch jetzt in eins der anderen Videos hier. Viel Spaß damit und ciao.